Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video Ziel autark wohnen. Im ersten Teil habe ich ja mir von der Firma KSE einen Fronius Gen 24 Plus Wechselrichter verbauen lassen und der verfügt über ein Feature, was ich euch heute mal ein bisschen näher vorstellen will. Und zwar ist das der PV-Point oder Notstromversorgung, Ersatzstromversorgung. Das heißt, der Wechselrichter stellt von der PV-Anlage oder, wenn vorhanden, vom Batteriespeicher des Hauses noch an einer speziellen Steckdose Strom zur Verfügung und damit kann man dann halt wichtig Verbraucher auch im Falle eines Stromausfalls ohne Netzfreischaltung dann betreiben. So, wir sehen jetzt hier also den Wechselrichter und er läuft auch schon vor sich hin. Hier unten seht ihr dann diese Steckdose, diese Notstrom- oder Ersatzstromversorgung. Die wird also erst dann scharf geschaltet, wenn auch wirklich das Netz weg ist. Das heißt, dann erkennt der Wechselrichter, dass er keine Verbindung mehr zum Netz hat, schaltet dann diese Dose praktisch vom Netz frei, ohne dass man eine extra Netzfreischaltvorrichtung benötigt und gibt hier bis zu 3 kW an Strom ab. Hierzu muss man aber wissen, Punkt A, das ist natürlich keine echte Notstromversorgung, weil halt nur die eine Dose verbunden ist und es dauert auch immer ein bisschen, bis der Strom oder bis die Notstromdose freigegeben ist und man muss dann natürlich ein Kabel entsprechend zu den Verbrauchern verlegen, die man versorgt haben will. Und diese Dose, die ihr hier seht, das ist keine gewöhnliche Dose, sondern es nennt sich Schokomat. Da ist wohl ein FI und auch ein Sicherungsautomat integriert in der Dose. Das ist also aus Sicherheitsgründen erforderlich und deshalb gibt es auch an der Dose nur Strom. Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, welches Szenario soll denn das sein, dass der Strom überhaupt mal ausfällt über längere Zeit? Kommt ganz selten vor. Ja, das ist bei mir auch der Fall. Deshalb brauche ich im Moment auch keinen echten Inselbetrieb. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Fälle, wo sowas durchaus sinnvoll sein kann. Man stelle sich zum Beispiel vor, man war eine ganze Woche auf Seminar, kommt nach Hause und findet das vor. Sehr geehrter Kunde, aufgrund betriebsnotwendiger Arbeiten ist es unerlässlich, Ihren Netzanschluss vorübergehend zu unterbrechen. Daher teilen wir Ihnen mit, dass wir am 7.9. in der Zeit von 9 bis 13 Uhr die Elektrizitätsversorgung Ihrer Entnahmestelle unterbrechen werden. Und wenn man jetzt so Hunger hat wie ich, steht man natürlich vor der Herausforderung, wie kriege ich denn jetzt mein warmes Essen zustande? Gut, und heute gibt es mal leckere Ravioli. Und das Ganze mache ich, damit wir mal die Mikrowelle auch antesten können, ob diese Leistung von dem Wechselrichter auch tatsächlich erbracht wird. Das hängt bei mir natürlich auch von der Sonne ab. Im Moment ist es bewölkt, das sind also schwierige Bedingungen. Mal sehen, ob die Sonne noch rauskommt. Und so schnell hat man schon mal Ravioli vorbereitet, aber kalt ist das natürlich gar nichts. Also jetzt mal ausprobieren, ob ich die warm bekomme. So, die Sonne scheint jetzt ausreichend mit 2,71 kW vom Dach. Mit anderen Worten, ich werde jetzt den Strom unterbrechen und dann gucken wir mal, ob die Mikrowelle ihren Dienst tut. Kabel habe ich also schon mal verlegt. Okay, also, ihr seht, der Wechselrichter läuft, Kabel ist verbunden. Ich werde jetzt also dann mal entsprechend den Hauptschalter umlegen. Und dann gucken wir mal, ob er umschaltet. Strom ist weg. Natürlich die Lichtverhältnisse jetzt auch schwierig. Okay, hier sehen wir jetzt natürlich nichts mehr. Und es dauert jetzt bis zu 90 Sekunden, bis das Gerät umgeschaltet hat. Das warten wir jetzt noch ab, ob man das hier auch hört. Oh, man sieht wirklich gar nichts. Ah, jetzt hat er auf Rot umgeschaltet. Klackt nochmal. Ja, er schaltet noch ein bisschen. Wie gesagt, bis zu 90 Sekunden kann das dauern. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich gehe jetzt aber mal hoch in die Küche. Okay, noch ist die Mikrowelle mit der Steckdose verbunden. Ich drücke mal auf Start. Da tut sich also nichts. Also, jetzt praktisch das Kabel mal verbinden. Ich komm dran. Oh, so ist das. Wunderbar. Kabel rein. Immer so liegen. So, jetzt das leckere Essen mit viel Liebe zubereitet. Ab in die Mikrowelle. So, aber wir scheinen noch keinen Strom zu haben. So, ich Trottel. Die Mikrowelle hat nur dann Strom, wenn ich auch die Tür geöffnet habe unter Strom. Das ist jetzt der Fall. Wir drücken auf Start. Und holla die Waldfee. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist also das Kabel und das führt jetzt runter in den Keller.
Hier kommt das Kabel also an, führt in den PV-Point und wir schauen jetzt nochmal, ob wir auch ablesen können. Nee, das Smart Meter zeigt dann also auch nichts mehr an, weil es natürlich keinen Strom bekommt. Ist ja logisch, wird ja vom Netz versorgt. Okay, also wir sehen jetzt auch nicht, welche Leistung tatsächlich die PV-Anlage sieht hier an dem Smart Meter. Und ihr seht jetzt auch, dadurch, dass die Internetverbindung abgebrochen ist, kriegen wir einen Fehler angezeigt beim Laden der Diagrammdaten. So, da haben wir das Leckeressen und jawohl, au! Ja, das hat also einwandfrei funktioniert. So, und da haben wir schon die leckere Warmspeise mit viel Liebe zubereitet. Und natürlich kommt da jetzt noch die Geheimingredienz mit dazu. Ordentlich Tabasco, jawohl. So, da kann es jetzt also losgehen mit Essen und dann schauen wir uns mal das nächste Szenario an. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich das Elektroauto aufladen will? Guck mal, hier ist mal das Notstromladegerät raus. Ich nehme an, auf der Kamera sieht man kaum was, weil es so dunkel ist. Das Garagentor mal aufmachen sollen. So, da haben wir schon das gute Stück. Jetzt erstmal die Mikrowelle wieder rausnehmen. Zack. Und unser Notstromgerät, das hängen wir ein. Zack. Und dann gehen wir jetzt mal zum Auto. Kabel reicht auch. So, der ist noch ziemlich voll, aber wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Der hat zumindest schon mal erkannt, der hat verriegelt. Aber er fängt nicht mit Laden an. Ich könnte mir ja vorstellen, dass ich noch die Ladebegrenzung für AC-Laden aktiviert habe. Schauen wir mal. AC steht auf 30%, dann kann es natürlich nicht funktionieren. Wir drehen das mal hoch auf 90% und schauen mal, ob er anfängt zu laden. Zack. Und nochmal rein. Er hat wieder verriegelt. Und er lädt. Ich zeige es euch nochmal. Hier grün. Okay, also wir laden mit 10 Ampere. Mal sehen, wie wir beim Auto ankommen. Ob wir da was sehen können. Also wir laden auch hier. Ist grün im Moment. Wir sehen also hier, dass das Auto mit 2,1 kW lädt. Wenn also die Sonne scheint, funktioniert das einwandfrei. Mit Batterie wäre es natürlich ein bisschen schöner. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich mal ein schönes warmes Bad nehmen möchte? So, das Kabel habe ich jetzt mal umverlegt. Wir folgen dem gerade mal. Das Kabel kommt hier also im Heizkeller an. Und ich zeige es euch auch mal. Die Heizung hat jetzt natürlich auch keinen Strom, ganz klar. Es ist alles ziemlich dunkel. Wir schließen die Heizung jetzt also mal an das Kabel an. Na komm raus. Schon. So, Kabel rein. Und es hat schon geklackt. Also die Heizung dürfte wieder angehen. Tut sie auch. Sie wird jetzt natürlich nicht mit dem Heizen anfangen, aber damit wir sehen, dass es auch funktioniert, stelle ich hier mal auf Handbetrieb. Ihr seht, er fängt schon an, jetzt Öl vorzuheizen. Er dürfte auch gleich anspringen. Und ich, draußen scheint die Sonne, also es müsste auf jeden Fall auch genug Saft da sein. So, jetzt dürfte es losgehen. Hoffentlich springt er an. Jawohl! Auch die Heizung funktioniert, Leute. Also kann ich auch, wenn es mal kälter draußen ist und die Sonne scheint, das Haus mit Heizenergie versorgen über den PV-Point. Super Sache das. Hier haben wir dann auch nochmal die Übersicht über meine Anlage von heute bis jetzt. Und ihr könnt an diesen roten Punkten erkennen, wann der Notstrombetrieb gestartet ist und wann der Notstrombetrieb beendet wurde. Und hier habe ich es noch ein zweites Mal probiert, hier wieder Notstrombetrieb gestartet und wieder Notstrombetrieb beendet. Ja, mein Fazit zu dieser speziellen Funktion des Fronius Gen 24 Plus
Ich muss sagen, ich bin begeistert davon, dass ich auch in Krisenzeiten, sagen wir mal, wenn der Strom tatsächlich weg sein sollte und die Sonne scheint, dass ich dann noch an der Steckdose richtigen Strom habe mit bis zu 3 kW Leistung. Das hilft im Notfall sicherlich schon mal weiter, aber man muss auch ganz ehrlich sein, richtig Spaß macht das Ganze erst dann, wenn man auch einen Hausakku entsprechend sich hat installieren lassen. Wenn man dann also unabhängig davon ist, ob wirklich die Sonne scheint, solange dann im Akku noch Energie ist, kann man auch diese Steckdose mit Strom versorgen. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, man braucht keine Netzfreischaltung und die kostet ja auch nochmal, ich glaube, ohne Installation nur diese spezielle Vorrichtung rund 1.200 €, wenn man es komplett fertig kauft, muss man noch installieren lassen und das ist es mir dann auch wieder nicht wert, denn ich kann mich kaum an einen Netzausfall erinnern, der nicht vorher angekündigt war, so wie der, den ich euch heute gezeigt habe. Deshalb im Moment plane ich keine echte Notstromfunktion, also wo dann auch das gesamte Haus mit Strom versorgt wird, sondern mir reicht dieser PV-Point aus. Akku, wie gesagt, hätte ich schon ganz gern. Das ist auch ein Thema, was ich in Zukunft auf der Agenda habe. Da gibt es aber dann natürlich entsprechende Informationen hier in dieser Videoserie Zielautark Wohnen. Auch das Thema Wärmepumpe werde ich noch weiter verfolgen. Das Thema Photovoltaikzaun ist was, was mich umtreibt. Also es sind noch ganz viele Themen, die ich in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten behandeln möchte in dieser Reihe. Aber fürs heutige Video, für das Thema PV-Points soll es das gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch. Oder wollt ihr die nächsten Videos zu Autarkwohnen etwa verpassen?